Oh mein Gott, das ist so krass. Oh, mit diesem Video ist es irgendwie nochmal heftiger. Mach mal Licht aus, ist so besser? Ja, besser, oder? Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Alex ist auch mit dabei. Denn wir haben ein wichtiges Thema zu verkünden und das müssen wir zusammen machen, weil es uns beide betrifft. Das ist eine Entscheidung, die wir beide treffen mussten und deswegen ist Alex mit dabei. Ja, von mir auch zusammen hallo und... Ja, es ist schon spät. Wir sitzen hier auf dem Bett und das Video ist ganz spontan entstanden. Also wir reden da schon sehr lange drüber, dass wir dieses Video drehen wollen. Eigentlich wollten wir schon vor dem Urlaub machen. Sind nie dazu gekommen oder haben uns immer nach hinten verschoben, ich weiß nicht wieso. Aber jetzt wollten wir es doch mal sagen. Und zwar, ja, wir ziehen um. Das wird für viele wahrscheinlich jetzt erstmal voll der Schock sein, warum wir umziehen. Das wollten wir euch in diesem Video auch erzählen. Wir ziehen nämlich nach... Berlin. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh, mit diesem Video ist es irgendwie nochmal heftiger, es allen zu sagen. Familie, Freunde wissen schon Bescheid. Ne? Die wissen das schon länger. Aber ihr müsst natürlich auch darüber Bescheid wissen, weil wir nehmen euch natürlich mit durch unser komplettes Leben. Ihr begleitet uns und deswegen sollt ihr es auch erfahren. Für uns steht das auch schon länger fest, eigentlich schon seit Monaten. Etlichen von Wochen. Das ist jetzt keine... Das ist echt seit Monaten für uns steht das schon fest. Das ist jetzt nicht so eine Hauruck-Aktion. Wir haben immerhin noch 3 Kinder und da ist es nicht einfach mal so umzuziehen. Man will ja auch eigentlich einen Umzug vermeiden. Es ist ja nicht... Wir sind mittlerweile voll in der Planung eigentlich schon, ne? Genau. Ja. Achso, bevor wir euch erzählen, wieso es zu diesem Umzug kommt und warum wir das Ganze machen, haben wir noch eine Bitte an euch. Also wir sind ja eigentlich so, dass wir nie irgendwie einen Aufruf starten oder irgendwie betteln um irgendwas. Aber ich würde es halt mega cool finden, wenn ihr uns da vielleicht helfen könnt, denn wir brauchen noch einen guten Makler. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen oder kennt persönlichen Makler. Vielleicht könnt ihr uns auch schreiben, wo es in Berlin richtig schön ist, zu wohnen mit 3 Kindern. Einfach. Also es geht darum, also wir brauchen da auf jeden Fall einen Wohnraum. Ja, ne? Das ist, ob jetzt eine Wohnung oder irgendein Haus zur Miete ist oder so. Genau, und es ist halt total schwer, in Berlin was zu finden und deswegen wollten wir dieses Video halt auch gerne nutzen als Aufruf, dass ihr uns da vielleicht unterstützen könnt, dass wir einen guten Makler finden oder vielleicht kennt ihr jemanden, der gerade ein Haus vermieten möchte oder ihr wohnt in Berlin und ihr könnt uns sagen, wo es da cool ist, weil wir wollen jetzt nicht Berlin-Mitte, das können wir schon mal sagen, weil das einfach mit Kindern unpassend ist, aber es soll gerne Stadtrand sein, auch gerne im Grün und erstmal nur zur Miete. Gerne auch eine Doppelhaushälfte oder sowas, wo genug Platz ist. Oder eine große Wohnung, da sind wir ganz offen. Genau. Und auch erstmal uns dann da einleben natürlich und gucken, ob es uns da überhaupt in Berlin gefällt. Also primär ruhige Wohngegend auf jeden Fall ist uns wichtig. Genau. Und mit Nahverkehrsmitteln soll das schon zum Stadtmitte erreichbar sein. Also innerhalb von 30, 40 Minuten mit der Bahn. Genau, 40 Minuten oder so. Soll jetzt keine Stunde oder über eine Stunde dauern. Weil... Genau, der Grund halt. Ja, die Gründe, die erklären wir gleich am genau, besten. Genau, direkt auch mal, ne? Oder? Genau, ja. Also, wie gesagt, wir würden uns mega über eure Unterstützung freuen, wenn ihr uns da helfen könnt. Schreibt uns gerne, wo es schön ist in Berlin. Schreibt uns sofort, wenn ihr einen guten Makler kennt, wenn ihr Kontakte habt, vielleicht auch direkt einen Makler, der dieses Video sieht, der uns da gerne helfen möchte. Oder natürlich auch private Angebote. Natürlich, ja, da sind genau. Wir direkt offen, ja. Private Angebote. Vielleicht auch noch Umzugsunternehmen oder irgendwas. Also wir brauchen da wirklich Hilfe, weil es ist total schwer, von jetzt, wo wir wohnen, in so eine große Stadt zu ziehen. Es sind ja auch immerhin, wie viele Kilometer? Knapp über 400. 400 Kilometer sind es weg. Und es ist halt total schwer, einen kompletten Haushalt dorthin zu verlegen und dann noch die ganzen Kinder dort neu anzumelden und alles, weil... Wir wissen ja noch nicht, in welchen Ort wir ziehen und müssen dann ja die Kinder da auch schon anmelden und alles. Also es ist sehr komplex. Genau. Genau, es ist echt eine große Aufgabe auf jeden Fall. Wir haben schon eine lange Liste von Terminen und Aufgaben, die wir brauchen. Und im Prinzip, um das alles zu starten, braucht man jetzt einfach einen festen Wohnraum. Und das Datum, müsst ihr vielleicht sagen, wann wir umziehen? Wir haben gesagt, wir machen das so, dass wir uns ein fixes Datum setzen, das ist der 17.07. Genau, nächsten Sommer. Genau, weil jetzt einem Jahr. Jetzt wäre es noch zu spontan, die Leona soll erstmal ein Jahr in die Schule gehen, das wäre jetzt alles
zu übers Knie gebrochen. Das möchten wir Leona dann auch nicht wirklich so antun. Wir haben gesagt, wir setzen uns ein festes Datum, wann wir nach Berlin ziehen, damit sich jeder darauf einstellen kann, dass wir ein festes Datum haben, damit man es auch wirklich schafft in der Zeit. Genau. Und ein Jahr ist nicht viel, finde ich, für einen Umzug. Ein Jahr ist gut zum Planen. Genau. Wir haben einen riesen Haushalt, was wir auch nochmal alles umplanen müssen. Wegen der Schule. Wir können jetzt nicht so innerhalb von ein paar Monaten umziehen. Die wird jetzt eingeschult bald. Und das war uns schon vorher klar, das ist alles zu kurzfristig. Ja. Obwohl wir schon eigentlich so 3 Monate hatten Vorlaufzeit oder 3-4 Monate, sagen wir. Ja. Das war eigentlich zu kurzfristig, dort was zu finden, eine Bleibe. Und unser Haus muss ja auch irgendwie Hand und Fuß finden. Das muss irgendwie... müssen wir regeln, was wir damit machen, auf jeden Fall. Und wir können es nicht einfach leer stehen lassen und abhauen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was die meisten, glaube ich, jetzt interessiert, wieso wir das Ganze machen. Es ist natürlich so, wir haben viel Geld in das Haus investiert. Wir haben es komplett umgebaut. Der Alex hat da sehr viel Zeit investiert. Stress, Tränen, alles. Also wir haben auch unser ganzes Herz in dieses Haus gesteckt. Es gab Höhen und Tiefen. Ihr konntet das Ganze ja auch in der Serie Unser Glück zum Eigenheim verfolgen, was wir da alles geschaffen haben. Und natürlich ist es schon krass, dass man das jetzt alles so hinter sich lässt für uns, ne? Also es ist nicht so krass, wie sich das vielleicht für andere anhört, weil wir sind halt sicher, dass wir in Berlin hingehören, aber man hat halt schon viel Zeit investiert. Ich hatte das mit dem Haus, also ist schon... Und Geld, ich, das ist halt, ich finde es cooler, dass man die Erfahrung gemacht hat, einfach mal ein altes Haus zu renovieren. Umzubauen. Genau, umzubauen, wie das gelaufen ist. Und das hilft auf jeden Fall weiter, was man so in Berlin da anstellt. Und ich werde aber nie wieder ein Haus umbauen, glaub mir. Ja, aber das, die Erfahrung, egal was, ob du jetzt ein altes nimmst oder ein neues Haus oder keine Ahnung, was du nochmal umbaust oder egal, ob es eine Wohnung ist, du hast diese Erfahrung, nimmt dir keiner. Und, ne? Wir haben beide das zum ersten Mal gemacht. Und natürlich hängt man so ein bisschen an dem Haus. Und ja, natürlich. Ich habe da meine Kinder da bekommen und alles. Genau, man hat es für sich schon gemacht. Man hat es halt so gemacht, wie man sich das halt sein Traumhaus vorstellt, genau. dass das halt möglich war. Und was mich einfach am meisten ärgert, wir haben halt Geld in dieses Haus gesteckt. Das ist nun mal so, das kann man offen sagen. Zum Beispiel die teure Küche, die bleibt halt da drin. Ja. Die können wir nicht mitnehmen zum Umzug. Und das ist halt... ärgerlich, oder die teuren Bäder. Und es ist nun mal so, wir haben natürlich vorher nicht gewusst, dass wir irgendwann mal umziehen wollen. Es gibt einfach im Leben solche Momente, wo es Schicksalsschläge gibt oder wo sich das Leben nun mal einfach mal wendet und dass man dann sowas machen muss. So ist das bei uns gekommen. Habe ich das schön gesagt? Genau, der Grund, wir sind immer noch nicht auf den Grund gekommen. Nee, dann los, hau raus. Also ganz einfach, der Grund ist eigentlich, warum wir nach Berlin ziehen, ist, aus beruflichen Gründen. Also aus beruflichen Gründen von beiden Seiten. Also bei mir ist das so, ich war jetzt in Vollzeit in Technikerschule, ich bin total unabhängig. Ja. Wo ich jetzt anfange, sage ich mal, ob jetzt hier oder in Berlin. Berlin ist halt eher die Stadt für mich als Influencer, dort Fuß zu fassen und da einen Job zu bekommen, sage ich mal, der normal ist, so. Und wo du halt nicht dafür in der Öffentlichkeit stehen musst. Und YouTube ist nun mal so, dass ich das nicht noch 10 Jahre machen kann oder auch vielleicht gar nicht mehr möchte so lange. Und dann möchte ich natürlich auch wieder in einem Beruf, wo ich angestellt bin oder meine Selbstständigkeit weiter ausgebaut habe, in anderen Bereichen, als wir das halt auch dann Freunden erzählt haben, dass wir nach Berlin ziehen oder anderen Bekannten, dass wir dorthin ziehen, haben sich auch schon Jobangebote ergeben, was uns auch natürlich nochmal mehr in dieser Entscheidung bestätigt hat. Ne? Also es kam erstmal ein Jobangebot und daraufhin haben wir überlegt, nach Berlin zu ziehen. Und dann kam alles so ins Rollen. Ja, auf lange Sicht gesehen, einfach mal seine berufliche Lage so sichern oder nicht. Ne? Das ist die Entscheidung. Ja, das ist dann so ein Spagat zwischen Familie und Beruf und was machst du dann und dann natürlich, ne, die Umgebung, da ist halt die Familie, die Großeltern. Ja, wir verlassen halt alle hier. Genau, das ist so eine große Entscheidung, aber wir sehen das als Gesamtpaket für uns als Familie, beruflich uns sichern, sag ich mal. Festigen einen. Festigen, genau. Natürlich ist es heftig, Familie und so alles dazulassen, aber ich sage mal, wir sind ja nicht aus der Welt. Und in 2,5 Stunden ist man auch mit dem Zug da. Und genau. Wir werden man ist nicht mehr so spontan hier, aber man will nicht für ewig weg, oder? Genau, und einmal im Monat wird man dann Oma und Opa auch sehen. Und auch die Linda und die Olesia und alle Patentanten und alle Freunde von uns. Wir werden ja nicht in Vergessenheit geraten. Genau.
Und es ist einfach so, dass man halt einfach mal einen anderen Weg einschlägt. Und wir haben uns für den entschieden. Ja, aber nicht nur das, jetzt mal im Ernst. Also Berlin, wir waren schon häufig in Berlin. Oh, das war am häufigsten die Stadt, wo wir jetzt waren, sei mal von allen Städten oder so. Berlin, und das ist einfach die geile Stadt. Ja, Berlin ist halt weltoffen, sage ich mal. Und wir fühlen uns da einfach so mega krass wohl. Also wir haben jetzt noch nicht da gewohnt oder so. Das können wir wahrscheinlich auch erst sagen, wenn wir da mehrere Jahre wohnen. Aber wenn wir immer mal da waren, wir waren schon oft da. Wir waren jetzt auch letztens da und hatten da Maklertermin. Wir haben die Melli auch besucht und haben uns da auch ein paar Orte angeguckt und uns informiert und so. Und das ist einfach immer, wenn man da ist, denkt man so, hier ist es so richtig für uns. Genau. Wir regen uns nämlich zum Beispiel immer drüber auf bei uns in der Stadt. Da haben die Geschäfte nun mal montags komplett alle geschlossen. Und in Berlin hast du halt 24 Stunden Essbuden, wie heißt es? Es geht viel mehr um Lieferdienste. Nein, es ist nicht Lieferdienste. Also, es ist einfach die Lebensart, die uns da viel mehr gefällt. Und ich denke, wenn man da glücklich ist, sind die Kinder glücklich. Man hat ich glaube, das überträgt sich alles und läuft dann so weiter fort. Es ist einfach auch viel los dort. Man muss jetzt nicht die ganze Family in Bulli backen und irgendwie einen halben Tag Ausflug machen oder irgendwo hinfahren, um was zu erleben. Dort ist einfach alles da. Da ist das Leben halt einfach vor Ort. Ob jetzt für die Kinder Tierpark oder Aktivitäten oder du gehst einfach mal... Soll ich halten? Alles gut. Oder man will einfach mal in die Stadt und typische Touri-Orte, was man später wahrscheinlich nicht mehr machen wird oder sowas. Aber es ist einfach viel zu erleben auch da. Ja. Das ist immer was los und das ist nach Lust und Laune spontan. Wenn man was möchte, setze ich in die Bahn oder ins Auto und dann fährst du mal eben hin. Und bei uns ist es halt anders. Gibt es auch im Umkreis was. Es gefällt uns einfach. Genau, es ist reizvoll auch. Ja, ne? Genau. Einfach haben wir vorher drüber nie nachgedacht, aber jetzt... Ja, weil wir nie dieses Jobangebot hatten. Ja, das hat so alles angestoßen eigentlich. Das war der Grund. Und natürlich wissen wir auch, dass wir Kinder haben. Und wir wissen auch, dass Leona in einem Alter ist, wo sie bald Freunde in der Schule hat und so. Und wir werden da auch ganz sensibel an das Thema natürlich rangehen. Und natürlich das so machen, dass es Leona auch dadurch nicht schlecht geht. Und sie freut sich sogar schon richtig auf Berlin. Sie hat sogar auf ihrem Nachttisch eine kleine Miniaturfigur von der Stadt. Richtig süß. Und sie sagt, sie freut sich auf Berlin. Wir fahren auch mit ihr noch dahin, bevor wir natürlich dahin ziehen, gucken uns die Schulen an und informieren uns, wo es gut ist und so. Also wir machen das schon. Ja, das ist der Kernpunkt, ist einfach liegt an Leona. Da haben wir uns schon echt Gedanken drüber gemacht, wie wir das machen, dass sie da das gut verkraftet, sag ich mal. Ne? Also sobald, wie gesagt, die Immobilie steht, dann geht's auch voran. Ne? Also genau. Im Prinzip haben wir vieles durchgeplant, aber es ist halt, was jetzt einfach... Die Immobilie, die fehlt. Genau, deswegen dieser Aufruf. Und was bei uns jetzt auch einfach derzeit noch das Problem ist, es gibt natürlich jetzt schon einige wenige Häuser, die frei sind, aber wir können die jetzt noch nicht mieten, weil wir erst in einem Jahr umziehen. Ich zahle ja keine Miete für ein ganzes Jahr. Für ein leerstehendes Haus. Genau. Oder Wohnung. Richtig. Vielleicht habt ihr da Ideen oder irgendwelche Vorschläge oder so. Wie gesagt, schreibt uns bitte privat. Ich setze euch unten in die Infobox eine E-Mail-Adresse hin. Schreibt uns da am besten einfach. Wir werden euch natürlich auf unserem Weg nach Berlin mitnehmen, oder mit der Kamera? Ja, auf jeden Fall. Wir haben euch beim Hausbau mitgenommen, wir nehmen euch bei den Geburten mit, dann nehmen wir euch auch mit zum Umzug nach Berlin. Krass. Das wird schon ein großes Thema. Also für uns auf jeden Fall. Für uns auf jeden Fall, für andere ist es vielleicht nur Berlin. Für uns ist es ein großer Schritt. Mit drei Kindern ist nicht mal eben so Koffer packen und losfahren und ziehen. So, der Akku ist leer gegangen, aber wir wollten euch natürlich noch persönlich Tschüss sagen. Ich denke, wir haben auch hiermit jetzt alles gesagt. Oder fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein, was du loswerden willst? Was man noch ergänzen muss oder so. Ach. Vielleicht kann man zum Schluss auch nochmal sagen, dass es natürlich unsere persönliche Entscheidung ist und dass man die Leute leben lassen sollte. Und dass es für uns die richtige Entscheidung ist. Ne? Genau. So, das war's. Das Wort zum Abend. Das ist schon spät. Ich will mich an dieser Stelle gerne von euch verabschieden. Und ich bin gespannt, was die Kommentare ergeben, was ihr alles reinschreibt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da begleitet und unterstützt. Und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss. Tschüss.